Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Command & Conquer. Wir werden diesmal den Screen ausprobieren. Übrigens, wundert euch nicht über ein Windows-Unplug-Geräusch. Meine Maus hat irgendwie einen kleinen Wackler. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber ja gut. Wie gesagt, ich weiß nicht, woher das kommt. Wir machen mal hier, machen wir mal die wieder. Lass mal die mal die GDI spielen. Ein Igel. So. Ich spawn hier. Zack, spielen. Boah, tut mir leid. Ich bin gerade eben aufgestanden. Das ist schon an den Ferien. Ich kann aufstehen. Wann bin ich heute aufgestanden? Um 12:30 oder so. Also es geht alles gut. Wundert euch nicht wegen meiner Stimme. Bin ein bisschen erkältet. Ich habe auch hier so einen schönen flauschigen Schal dran. Wir spielen die Skrin. Meiner Meinung nach eine der coolsten Nationen, ganz ehrlich. So, was haben wir jetzt gebaut? Ein Reaktor. Das ist eine Alien-Nation, wo, na, ich muss bei der sagen, sie ist nicht so stark mit ihren allgemeinen Einheiten, aber gegen später, boah, da dreht die auf, also da muss man schon, da hat sie halt schon einiges drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Ich blute hier gerade mit dem Arm. Ich werde bei mir im Winter gestochen. Ich freue mich jedes Jahr eigentlich auf den Winter, weil es dann keine Mücken gibt. Ich bin einer, der Mücken auf den Tod hasst, wirklich auf den Tod. Aber komischerweise haben die bei mir alle im Zimmer überlebt. Ich weiß auch nicht wieso. Ich werde die ganze Nacht nur gestochen. So. Zack. Zack. Bauen wir hier nochmal einen Reaktor. So. Hier seht ihr schon den ersten Vorteil von den Aliens. Diese kleinen. Gut, wie soll ich die jetzt nennen? Ach, ihr wisst schon, was ich. Oh, ich brauche mehr. Mehr. Von denen. So, die kleinen Viecher nämlich. Das muss ich ja mal gucken. So. Die kleinen Viecher können nicht mehr. Also sie sehen ja nicht so geil aus, aber gegen Infanterie, also gegen diese Infanterie, gegen Infanterie, sind die sowas von stark. So, muss ich gucken, wo sind sie denn hier? So. Geh mal kurz vor. Und guck mal, wo denn hier. Die können sich auch in Häusern verstecken. Sieht übrigens ziemlich geil aus. Im Haus. Dann werde ich euch gerade mal schnell was zeigen. Das sind jetzt 3 Einheiten. Wenn sie es schaffen. Zack. Das war's Haus übrigens. Boah, die kommen ja hier mit ganz schön viel Infanterie. Die müssen wir mal alle kurz rauslassen. Und müssen mal schnell die Infanterie niedermetzen, habe ich so das Gefühl. Also wie gesagt, falls da irgendeine Infanterie rankommt. Oh. Ach, wir haben das Gebäude erobert. Ich muss schon sagen, die Basis sind schon ziemlich, ziemlich geil. Also ganz ehrlich, die Basis sind halt echt geil. So, Warpsphäre im Nervenzentrum. Wo sind denn jetzt hier noch feindliche Einheiten? Oh, die wollen jetzt unser Gebäude. Nein. Ja, raus da. Versucht zu fliehen. Schade. Okay. Oh, wir haben gar nicht so viel Mittelfeld mehr gerade auf. Wir brauchen mehr von den Dingern. Das ist ja eh gleich fertig gebaut. So, jetzt lad ab. Dann ist das fertig gebaut. Wir brauchen nämlich jetzt die hier. Von denen müssen wir jetzt ein paar bauen. Das ist jetzt wichtig. So, Nervenzentrum. Zack. Wir bauen in der Zeit mal schnell noch ein paar Buzzer. Weil die ja jetzt, wie gesagt, gerade mit Infanterie ankommen. So, noch ein bisschen hier hin. Die werden jetzt sehr wahrscheinlich gleich mit ihrer hässlichen Infanterie da anrücken. Deshalb werden wir uns mal schnell noch in einem kleinen Häuschen verschanzen. Mal gucken, vielleicht sehen wir das ja hier schon. Ja, das ist nicht so stabil, das Haus. Vielleicht hier. Wo sind die denn hingegangen? Die waren doch hier alle. Ach, die haben sich jetzt in dem verschanzt. Gut, dann verschanzen wir uns mal in dem. Und wir verschanzen uns noch zur Sicherheit in dem mit einem. So. Oh, da werde ich gleich Freude dran haben. So, was die Skrin auch noch können, ist ein Terbirium Wachstumsbeschleuniger. Ist eigentlich ganz einfach. Man setzt den hier drauf und das alles außenrum wächst schneller nach, weil es wächst von Grund auf nach. Allerdings nicht so schnell.
Das heißt, wir warten jetzt, bis der fertig gebaut ist. So, jetzt könnt ihr gucken. Weißen wir jetzt hier drauf. Und jetzt hält das Tiberiumfeld einfach auch viel, viel länger. Jetzt machen wir uns mal kurz dran mit den hier zu bauen. Jetzt. Wir brauchen noch eine Stasekammer. Ne, eigentlich brauchen wir, mal kurz eine Stasekammer. Dann werde ich euch auch gleich ich sag mal, den größten, ja, das stärkste so gesehen, von denen bauen. Von denen zeigen, tut mir leid. Wir müssen jetzt aber erstmal noch kurz ein paar von unseren Buzzern bauen. So, eine Stasekammer. So. Wir müssen da vorne mal kurz die Häuser clearen. Wie gesagt, die Dinger sind sowas von stark, die Buzzer. Also gegen Panzer, klar, keine Chance, keine Schnitt, ist ja logisch. Aber diese Dinger, die sind stark, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich meine, das sind jetzt vier. Ich zeige euch jetzt mal, was passiert. Ja, wir sollten vielleicht ein bisschen aufpassen. Na gut, wir müssen jetzt alle auf einmal angreifen und gucken, dass wir vielleicht kriegen wir sogar den Häuserblock geklärt. Das wäre. Nein, nein, nein. Wir müssen das anders machen. Wenn, dann müssen schon alle mithelfen. So. So. Jetzt, jetzt, jetzt. Now we're talking. So, dann müssen alle sein. Wahrscheinlich werden zwei, drei. Aber guck, zack. Haus geklärt. Zack, Haus geklärt. Zack, Haus geklärt. Jetzt versteckt man sich hier drin und da drin und hier drin. Und das war's. So einfach geht es halt wirklich auch am Anfang. Jetzt zeige ich euch gleich mal was Cooles. Was ist denn das? Ein Explorer? Nee. Wir müssen hier unten etwas hinbauen. Das heißt, wir bauen jetzt. Ist das ein Explorer? Doch, das brauchen wir. So. Shock Trooper, ne, ich wollte eigentlich diese Dinger bauen. Technologie Dinger brauchen wir dafür. Erstmal ein bisschen mehr Energie. Ist logisch. So, jetzt kann man den bauen. So. Wo kommt denn jetzt unser großer raus? Das würde ich jetzt ganz gerne mal sehen. Ein Reaktor. Ist das? Ja, ein Explorer. Erinnert mich ein bisschen an so einen kleinen Wal. So. Der kommt nämlich dahin und verwandelt sich da auch in eine Basis. Denn wir brauchen ja das nächste Feld. Wir können nebenbei mal nochmal ein Ding bauen. Beschleuniger. So. Wir brauchen jetzt auch noch. Wo sind denn die Gebäude? Nochmal hier. Nee. Ach hier, die zwei brauchen wir. Oh, mein Technologie-Dinger sind schon auch fertig. So. Der wird jetzt hier drauf gesetzt. Der wird sich jetzt verwandeln. Der wird sich jetzt verwandeln. Genau. So. Die sammeln momentan da. Allerdings werdet ihr gleich sehen, wieso ich den das hier aufbauen lasse. Genau, zwei sind von denen fertig. Wir können mal noch ein bisschen jetzt von denen bauen. Die brauchen wir nämlich jetzt auch dringend. So, der braucht sich hier ein bisschen, braucht ein bisschen Zeit, um sich aufzubauen, um sich hier reinzupflanzen, sage ich mal. So. Da vorne unsere Buzzer halten natürlich immer noch die Stellung. Ich denke gerade, das sind das komische Geräusche. So. Jetzt können wir hier nämlich die kleinen Gebäude hinbauen. Oh. Das ist schlecht. Hier passiert aber jetzt nichts, gell? Nee. Kann ich die Gebäude reparieren? Nee. So, dann bauen wir halt von mir aus noch einen Reaktor dahin. So. Jetzt sehen wir wenigstens was. Ja, wir brauchen echt ein bisschen mehr Energie, fällt mir gerade auf. So. Jetzt kann ich euch nämlich gleich was zeigen. Das wird nämlich gerade so ein richtiges, so eine richtige Materialschlacht, sag ich mal. Wir brauchen noch mehr von denen hier. Eindeutig. Eindeutig. So. Die können hier zur Not. Die sollen aber nicht alle hier rüber. Die sollen. Haben wir links von uns noch eins? Fuck. Da vorne ist noch das nächste. Da müssen wir da, glaube ich, demnächst hin. Okay. Dann können wir uns schon mal auf den Weg machen, das dort zu befestigen. Wo ist denn dieses Teil nochmal? Diese Rieseneinheit hier. So. Wir können mal noch ein paar
Buzzer bauen zum Vorschicken. Signaltransmitter, den müssen wir auf jeden Fall noch bauen. Den hier. So, jetzt brauchen wir allerdings auch wieder ein bisschen mehr Energie. So, der Explorer. Der wird jetzt in Begleitschutz genommen von ein paar Buzzern und darf sich jetzt hierhin bewegen. So, der Reaktor, wir müssen schon mal ein bisschen für Energie vorsorgen. Huch, ich sag grad. Ja gut, Schutz ist irgendwie was anderes, habe ich so das Gefühl. So, ein Signaltransmitter. Zack. Ich hoffe mal, die haben das noch nicht angezapft, das Tibirium-Feld. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. So, jetzt kann man derzeit nochmal die zwei bauen. Ja, wisst ihr, wie es läuft? So, der kann sich eigentlich jetzt schon mal ausklappen. Zack. Base geben Deckung. Wir können mal kurz hier oben erkunden. Ich hoffe mal, hier ist nichts. Wir müssen das auch gleich nebenbei noch bauen. Aber sieht nicht so aus. Sieht aus, wie als wäre hier alles safe. Ist das schon die gegnerische Base? Bitte sag nein. Aber sieht alles safe aus, doch. Ne, alles safe. Okay. Heißt, die lassen wir jetzt mal hier stehen. Warten, bis der sich jetzt entfalten hat. Das dauert ja noch ein bisschen. Hauen hier schon mal ein Wachstumsding drauf. Oh, der hat sogar jetzt schon. Okay. Zack. Oh, ich habe gar keinen zweiten gebaut. Das ist jetzt blöd. Und dann werden jetzt noch ein paar von denen gebaut. So. Die, die hier abminern, können wir jetzt hier hochschicken zum Abminern. Von dem lieben Tiberium. Dass das hier nicht so. Oh Gott, das ist ja auch gleich leer. Na geil. Da kann man auf jeden Fall auch mal ein paar hochschicken. Nachdem die sich entladen haben, sag ich mal. So. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Energie danach. Hier. So, du hast dich entleert. Du auch. Das heißt, ihr zwei kommt mal wieder hier hoch. Ihr seht schon, das ist so eine richtige Materialschlacht. Aber ich kann euch gleich die Stärken zeigen von dieser Einheit, von diesem, wie soll ich es nennen, ja. Und das werde ich euch jetzt auch gleich zeigen. Das wird ein Spaß, das wird ein Spaß. So, hier noch ein bisschen mehr. So, die Frage ist nämlich jetzt, ich meine hier ab, nee, du sollst auch hoch. Das will ich doch wachsen lassen. Ein Mutterschiff, okay, was haben wir denn? Wir haben ein Wurmloch, damit kann ich teleportieren, die Einheiten. Ein Phasefeld, dadurch werden die gestunt. Ey! Hä? Von was? Ist da gerade wirklich Infanterie hergekommen? Wagt es ja nicht. Wagt es ja nicht. Wenn die hier meinen, die können hier tralili-tralala ein bisschen. Können Sie sich mal abschminken? Oh, das dauert ganz schön lang. Puh. Na gut. Wir müssen mal ein bisschen aufstocken, habe ich so das Gefühl, weil langsam kommen die, glaube ich, an. Auch so. Scheiße. Na egal. Wir können doch gleichzeitig produzieren, oder? Ja, Tatsache. Bauen wir uns mal kurz so ein, um ein bisschen zu spotten. Na komm. Ein bisschen spotten. Da oben sieht noch alles safe aus. Bis jetzt. Von was denn? LOL! Ihr kleinen Nutten, jetzt gibt's aber aufs Maul. Die greifen mit Flug. Boah. Also, hör mal. Also, jetzt hackt's aber, ja? Jetzt ist aber vorbei. So, wollen wir denn unsere Flugabwehr. Flugeinheiten. Pff, also. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Fliegen wir mit dem hier drüben und gucken mal, wo die Base von denen ist. Ob die hier noch irgendwas haben. Hier ein paar von denen. Okay, wissen wir schon. Ne, nicht drauf schießen. Hier ein leeres Tibirumfeld. Und hier haben sie ihre Einheiten, okay. Haben die irgendwas Großes an Einheiten? Nö. Okay, das heißt, der kommt wieder zurück. Die Abwehr wird hier hingebaut. Was umgeht? Ach so, scheiße. Stimmt ja. Egal, egal. So. Wie sieht's hier aus? Oh, es ist schon alles fertig. Das heißt. Davon, wo schon was anderes, hier schon was anderes fällt. Davon noch ein paar. Und nochmal so ein Ding. Oh Leute, ich sag euch, das wird jetzt wahrscheinlich so eine 20-Minuten-Folge, was gar nicht so. Ja gut, es geht ja noch. 20 Minuten geht ja noch. Können die was sammeln? Nee, ich dachte gerade.
Ach, die können, stimmt ja. Das ist cool. Guckt euch das an. So. Wir sagen jetzt den. Wo wird denn jetzt der Anhalt angegriffen? Hä? Wo wird denn jetzt eine Anhalt angegriffen? Kann man das mal erklären? Aber können Sie den Buzzern sagen, die gehen jetzt einfach dahin? Und verkuppeln sich mit denen. Jetzt sind die nämlich viel, viel stärker. Jetzt fliegen die nämlich so um die rum und sind jetzt viel, viel stärker. So. Dich bauen wir auch noch hier hin. In der Mitte. Oh. Die kommen mit ihren kleinen Flugzeugen jetzt in unsere Base. Und da ich da nichts habe, bis auf. Wie soll ich sagen? Ah ja, jetzt kommen sie schon. Was ist denn gucken? Flugabwehr, Flugeinheiten, MG Walker, Flugeinheiten, Fahrzeuge, Infanterie. Oh yeah. So, ich bin immer schon am Weiterproduzieren, logisch. Jetzt müssen wir auch langsam zum Gegenangriff gehen, denn jetzt wird's knapp. Was ist knapp? Wir müssen es. Oh shit, da muss ich reparieren. Sonst ist alles heile. Hier ist auch noch alles heile. Ja, alles heile. Sehr schön. Okay. Die meinen das letzte Tiberium ab. Das letzte, was sie finden können. Wir produzieren noch so viel wir können. Bisschen was davon, bisschen was davon. Hier sind wir noch am Produzieren. Hier auch noch. Dann brauchen wir noch ein bisschen was von dem. Hier unten, da geht es jetzt halt los. Wir können mal kurz mit denen vorgehen, wa? Unser kleiner Spähtrupp. Von was denn? Okay, vielleicht gehen wir doch erst hier hin und müssen jetzt doch erst Verteidigungsanlagen bauen, dass die uns jetzt nicht uns alles zerbomben, sag ich mal. Wir müssen sowieso noch warten. Hier haben wir noch eine in Produktion, hier haben wir noch zwei in Produktion. Na komm, die. So. Sichern wir uns mal ein bisschen gegen diese Dinger. Wo ist denn meine Gießerei? Hier. Die Dinger sind natürlich auch geil. Aber die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Überwertet. Obwohl, wenn man es hat, dann hat man es halt. Ne? Habe ich eigentlich eine super Waffe? Bauen wir die mal schnell. Was ist denn hier oben los? Von was denn? Wow. Okay, die Dinger sind also schon ganz schön stark. Ja, zwei Dinger musste ich reparieren, das war's schon. Ich muss aber echt noch mehr Verteidigungsanlagen bauen. Obwohl, ich baue ja gerade meine Superwaffe. So, hier ist alles fertig gebaut. Hier ist alles fertig gebaut, hier ist alles fertig gebaut. Dann werde ich euch. Ich kann leider nicht weiter rauszoomen, tut mir leid. Ich hoffe, ich kriege das so geschissen. Einigermaßen. So, alles mal auf den Haufen. Von ganz unten vom Bildschirm gehen. Ganz unten. Oh, rüber markieren. Ah, jetzt habe ich einen MG Walker vergessen. Egal, wir sammeln die mal alle hier. So, unsere Superwaffe. 6 Minuten. Und wir haben immer noch so extrem viel Tiberium. So, wir wollen noch ein paar Luftabwehrdinger. Logisch. Wir wollen ja nicht, dass unsere Superwaffe hier gleich zerstört wird. So, ich komme aber, glaube ich, immer noch nicht ran, alle zu markieren, oder? Jetzt soll es gehen, jetzt soll es gehen. Oh. So. Haben wir eigentlich alles? Ja, wir haben größtenteils alles. Das können wir noch mal ein bisschen verstärken. Das ist jetzt natürlich blöd. Wir brauchen wieder ein paar Reaktoren. Boah, wir haben das Maximale fast schon. Jetzt kann man nichts mehr an Gebäuden bauen. Boah. Wir haben die. Ich, ja, ich habe gerade eben die maximale Grenze. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, Alter. Das wäre jetzt ein Fehler, wenn sie jetzt kommen. Aber gut. Genau, ich wollte die noch gruppieren. Da oben. Wo sind denn unsere. Ja, unsere Tripods. Die kommen vor allem erst noch, die Tripods. Die sind auch geil, die Tripods. Die sind geil. Aber ich muss die anderen jetzt leider abbrechen. Es reicht nämlich leider dann von der Zeit nicht mehr. Ich möchte nämlich eigentlich nicht unbedingt so 25 Minuten Ding machen. Wo es wahrscheinlich sowieso. So, jetzt gruppieren wir die. Ja gut, los geht's, würde ich sagen. Hier einfach mal hin irgendwie.
weiß nicht, welche Einheit die schnellste ist. Wir schicken einfach mal alles los, oder? Also ich glaube, das ist schon. Stimmt, wir können dann auch ein Mutterschiff rufen. Habe ich ja ganz vergessen. Hä, wer ist denn schon da? Ach, mein Sturmreiter, der. Ich muss einfach eins drücken. Der öffnet sich gleich alles. So. Ah, kann sein, dass die FPS jetzt gleich ein bisschen runtergehen. Weil ihr seht selber. Ja, gut, ich würde sagen. GG, Bot. Ja, man muss ja sagen, die Bots sind ja nicht immer so kacke. Wir spielen gerade halt nur. Ich muss, ich glaube, mal ein bisschen lauter reden. Wir spielen gerade nur gegen Bots. Also, wie gesagt, das kann man so nicht vergleichen. Vor allem diese Schlachtschiffe sind einfach so ultra stark. Und unser Mutterschiff, wo ist das eigentlich? Oh ja, das macht easy. Obwohl, wir können ja eigentlich mal das versuchen. Hier. Und einmal bitte hier. Nein, hier. Komm schon, passt das Mutterschiff da durch? Bitte. Passt da durch. Nein. Schade. Ja, gut, dann machen wir es halt auf Oldschool. Feuer übrigens. Hier ein bisschen Feuer. Da ein bisschen. Da ein bisschen. Da ein bisschen. Da ein bisschen. Da noch ein bisschen was. Da noch ein bisschen was. Da noch ein bisschen was. Das sind die Screen. Screen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Irgendwie so auf jeden Fall. Ich kann euch jetzt leider das Mutterschiff nicht zeigen. Ja gut, das ist jetzt halt ein bisschen. Ne? Replay speichern natürlich. Nee, das lassen wir jetzt. So. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Eine Folge kommt noch von der, ich sag mal, von der Darstellung der einzelnen Fraktionen. Es gibt noch eine Fraktion, die nennt sich die Not. Ich habe mir die extra zum Schluss aufgehoben, weil es meiner Meinung nach die schlechtesten sind, beziehungsweise die, die ich am wenigsten mag. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einfach ein Feedback geben. Wie gesagt, den ersten Part habe ich mir jetzt noch gar nicht angeguckt, was es dafür so für Kommentare gab. Wir haben nämlich jetzt den 22. Dezember übrigens, bald auch Weihnachten. Und ich habe fast alles erledigt, ja, fast alles. Ich glaube, eine Sache fehlt noch, muss ich noch was basteln. Ne? Ein bisschen blöd, aber ist halt immer für seine kleineren Verwandten. Ne? Bastelt man halt was, da gibt man nicht so viel Geld aus. Na gut, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video mit dabei. Und bis dann, Leute, macht's gut. Ciao.